Moin moin Seekrautsfreunde, willkommen zurück auf dem Seekrautskanal, dem Portal rund um World of Warships. Und heute machen wir die Flaschenpost zum großen Update 074 und wir haben auch noch ein paar weitere Informationen für euch. Aber wir fangen mit dem Wichtigsten an. Morgen ist Donnerstag, morgen wird der Patch aufgespielt. Darum wollen wir uns ganz kurz noch mit dem Patch beschäftigen. Jetzt sind nämlich noch ein paar mehr Informationen zu dem Patch 074 gekommen, als das, was wir euch schon in der Vorwege für den Test auf dem Testserver erklärt und gezeigt haben. Wir wollen trotzdem alles einmal ganz kurz durchgehen. Die Sachen, die wir schon erklärt haben, die überspringen wir ein bisschen. Dann müsst ihr euch dann die Flaschenpost von vorher angucken, die wir euch auch am Ende des Videos nochmal verlinken werden. Fangen wir oben an. Wie gesagt, der Patch wird morgen aufgespielt. Vom 7 bis 9:30 Uhr sind die Server runtergefahren. Der Patch hat 950 Megabyte. Das habt ihr alles selbst gelesen. Das unsportliche Verhalten und unfaire Spiele, System zur Verhinderung und Bestrafung hatten wir alle schon ausführlich erklärt, wann man orange, wann man pink wird und was dafür nötig ist. Gehe jetzt nicht ganz groß drauf ein. Der verbesserte Matchmaker, dieses gespiegelte Matchmaking in den ersten 3 Minuten und danach wird das alte System verwendet, haben wir auch schon hinlänglich und ausführlich diskutiert in den Livestreams bzw. in der Flaschenpost. Dann kamen wir zu den Ordensbändern und Auszeichnungen. Da kann man jetzt hier nochmal sehen, das finde ich, will ich auch extra nochmal beleuchten, weil das doch eine meiner Meinung nach kleine, aber wichtige Neuerung ist in World of Warships, dass jetzt nicht nur der gemachte Schaden, den man selbst verursacht hat, angezeigt wird, sondern auch den Schaden, den man quasi getankt hat, ne? Und den Schaden, der durch einen selbst bei anderen durch andere verursacht wurde. So, also der aufgeklärte Schaden und der potenzielle Schaden. Das seht ihr hier. Das sind doch immer noch ein paar Faktoren, die in World of Warships eine große Rolle spielen. Und da kann man auch seine Teamdienlichkeit mitmessen. Zum Beispiel durch Aufklärungsschaden. So. Ihr seht dann auch hier, dass jetzt noch neue Bänder hinzugefügt wurden. Diese Bomben, dass man anhand der Abwurfbomben sehen kann, dass man oder wie häufig man getroffen hat und damit ja auch dann Bänder verdient, wenn es zum Beispiel um so eine Mission geht. Dann gibt es zwei Auszeichnungen. König der Lüfte-Luftabwehr-Experte hatten wir auch schon besprochen. Das eine ist für Flugzeugträger, wenn er 55 Flugzeuge abschießt, und das andere ist für Schlachtschiffe, Kreuzer und Zerstörer, wenn er 50 Flugzeuge runterschießt. Und dann gibt es halt immer diese Flagge Echo November Echo Set the Seven. Das sind halt diese 10 Prozent bessere Flugabwehr, diese 10 Flaggen davon gibt's. So, dann kommen wir zu einer Neuigkeit: Flaggenauswahl für Pan-Asien und Commonwealth Flotte. Das bedeutet, ihr könnt jetzt zum Beispiel eure thailändische Flotte oder die britische Imperialflagge sozusagen auf eure Schiffe setzen und ja, dann gegebenenfalls auch die australische, wenn ich das jetzt recht in Erinnerung habe, um dann auch eurem Land so ein bisschen, was ihr jetzt vielleicht besonders mögt, nochmal ein bisschen Tribut zu zollen. Dann gibt es Verbesserungen an der Benutzeroberfläche im Hafen. Bewirken, grün markiert sind alles, was positiv sich für einen bewirkt. Rot ist alles, was negativ bewirkt. Das hatten wir euch auch schon gezeigt im Livestream. Bei Kapitänen, Schiffsmodulen, Flaggen, Signalen, überall ist das jetzt in Zukunft quasi eindeutig. Ja, dann auch bei den Kapitänsfähigkeiten, wenn ihr da zum Beispiel Kapitäne gibt, die was ganz Besonderes haben, dann seht ihr das jetzt hier mit diesem, das kann ich jetzt schlecht zeigen, so ein grünes Plus, ne? Und ihr seht dann hier unten auch nochmal in dem Feld hier grün dargestellt und da werden auch so andere Sachen rot dargestellt. Ja? Zum Beispiel bei IFAE ist es ganz klar, dass da auch ein roter Bereich mit dabei sein muss, weil ihr ja Brandwahrscheinlichkeit verliert, aber dafür eine höhere Penetrationschance habt. So, und dann kommen wir zu den gewerteten Gefechten. Die gewerteten Gefechte starten jetzt auch am Freitag, den 27. April und gehen bis zum 4. Juni, also 6 Wochen sind das, glaube ich, knapp. Wie ihr euch dann wieder hochkämpfen könnt, hatten wir auch schon beleuchtet. 23 bis 11 T8, 10 bis 2 T10 und ab Rang 1 mit T7 Schiffen zu fahren. Hier dauert 38 Tage, also passte das schon. Mit 5 Wochen ist gar nicht so schlecht. Mit 5 Wochen und 3 Tage. Ne? Dann geht es hier nochmal um die Kartenpools, welche Karten gefahren werden. Dann geht es weiter mit dem verbesserten System zur Schiffsaufklärung. Ihr habt das sicherlich schon mal beobachten können, dass auf der Minimap unten rechts Schiffe
zeitiger erscheinen, als sie im 3D-Modell gerendert werden und sogar erst die Effekte da sind, bevor dann das Schiff da ist. Das soll in Zukunft geändert werden oder wird jetzt wohl geändert, ist auf dem Testserver getestet worden, zwei verschiedene Varianten. Man hat sich jetzt dafür entschieden oder die Mehrheit hat sich dazu entschieden, dass die Effekte und das Schiff gleichzeitig gerendert werden, aber der Vorteil, dass man das auf der Karte vorher erkennen kann, noch erhalten bleibt. Jetzt sind grundlegendere Änderungen am System notwendig, um dem quasi auch da Einhalt zu bieten, dass man sagt, die Karte und das Schiff und das 3D-Modell inklusive Effekte muss zum gleichen Zeitpunkt gerendert werden. Da sind größere Umbauarbeiten im Hintergrund des Codes notwendig. Dann ändern sich Karten, und zwar Tränen der Wüste. Da verschwindet hier oben die Landmasse. Kein großer Einfluss, ist einfach nur die Landmasse, die da oben verschwindet, um gleiche Startbedingungen für Grün und Rot zu schaffen. Und hier bei Norden verändert sich hier der Bereich, wo meine Maus gerade ist. Da ist jetzt ist er noch schmal, die Durchfahrt, und die wird jetzt ein bisschen breiter, damit da besser von C zu D gewirkt werden kann. Ja, dann gibt es Balanceänderungen im Spiel. Da hatten wir auch schon vorher darüber berichtet. Wer unsere Facebook-Seite regelmäßig liest, sieht da auch die deutsche Übersetzung der ganzen Supertest-Informationen, und da wurde halt auch schon dafür besprochen, dass die Shimakaze sich verändert, die Prinz Eugen, die Admiral Hipper Buffs bekommen, die Shimakaze geht weniger zeitig auf, die Admiral Hipper bekommt eine kürzere Nachladezeit und eine bessere Wendigkeit, und die Prinz Eugen bekommt eine Reparaturmannschaft. 33% von Zitadellenschaden, 50% von panzerbrechenden Granaten und 100% der Schaden von Sprenggranaten wird wiederhergestellt. 28 Sekunden aktiv, Abklingzeit 120 Sekunden. Die Premium-Versionen sind es 80 Sekunden Abklingzeit. Und man kann dann dann hat man drei Ladungen und man kann dann noch mit dem Inspekteur dann auf vier Ladungen hochkommen. Da ein Premium-Schiff ist, machen Premium-Verbrauchsmaterialien ja durchaus Sinn. Beim amerikanischen Träger gab es die Veränderung von 116 auf 136 Schiffe und eine andere Staffelverteilung. Und auch bei der Harakuyu wird sich etwas verändern. Dass jetzt aus drei Staffeln aus Jägern, drei Staffeln aus Torpedobomben und zwei aus Sturzbomben mit je vier Flugzeugen. Das ist jetzt die neue Staffelung statt der alten 2-3-3. Ne? Steht ja hier quasi, ich brauche es euch nicht vorlesen in der Beziehung. Darüber hatten wir auch schon gesprochen. Genauso wie bei der Orion, der Sigma-Wert von 1,8 auf 1,6 gesenkt wird, weil sie einfach sehr, sehr heftig ist in Händen von gewöhnten Spielern. Das, was schon fast schon untergegangen ist, auch das war schon im Supertest, ist, dass die Erkennungsreichweite von Torpedos aus der Luft halbiert wird. Das heißt, ihr seht Torpedos in Zukunft aus der Luft nicht mehr so schnell. Also wenn ihr zum Beispiel Aufklärungsflugzeuge benutzt, um euch vor Torpedos zu schützen, weil ihr Hydro gerade nicht parat habt, dann ist das jetzt nicht mehr, gehen Torpedos nicht mehr so weit auf, und damit sind Torpedozerstörer wieder ein bisschen besser im Vorteil. Und was dann als nächstes kam, ist diese Geschichte mit dem Übungsraum und den aktiven Bots. Wir hatten ja zu dem Testserver, als der Patch auf den Testserver kam, noch darüber gesprochen, dass es nicht sicher ist, ob diese Sache auch überhaupt auf den Live-Server kommt, aber es haben sich sehr, sehr viele Leute dafür ausgesprochen von euch. Und jetzt wird es so sein, dass ihr hier auswählen könnt, ihr seht es hier schon, dass das Team halt gleichmäßig aufgerüstet ist, dann kann man sagen, die Ziele sollen sich bewegen, Haken an, und wenn man dann noch einen Haken macht, dann sind die Ziele sogar bewaffnet. Das heißt, ihr habt eigentlich ein Koop-Gefecht, was ihr selber zusammenstellen könnt, und ja, ich bin gespannt, wie ihr das findet. Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare mit reinschreiben, ob das für euch eine sinnvolle Erweiterung ist, dass die Ziele im Übungsraum demnächst auch auf Wunsch aktiv sein können, bewaffnet und bewegt. So, und dann gibt es weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Geometrische Texturen wurden verändert. Atlanta, Conqueror, Gascoigne und Izumo haben optische Aufwertungen erhalten. Die Anzeige der Details auf japanischen und amerikanischen Flugzeugen wurde verbessert. Also ihr könnt jetzt, wenn ihr da ranzoomt, noch mal ein bisschen mehr Antennen sehen wahrscheinlich. Ja, dann wurden jede Menge Fehler behoben. In der Beschreibung der Missouri wurde etwas geändert. Dann verzerrte Töne, wenn man in die Binokularsicht gegangen ist, nach dem Feuern oder Nachladen der Geschütze, gab es öfter mal, das hatte ich glaube ich auch selber, diese verzerrten Töne ab und zu. Von daher sind das jetzt ein paar Sachen, wo ich mich schon, die wird man halt subjektiv merken. Nicht direkt in den meisten Fällen, aber man wird sie merken.
So. Ja, wie gesagt, es sind viele kleine Sachen. Ich habe da jetzt keine dramatischen Änderungen bei den kleinen Sachen gefunden, weil wir haben ja schon, wer meine Flaschenpost hier regelmäßig guckt, der weiß, dass es manchmal hier in den kleinen Texten ganz große Änderungen gibt, die man fast überliest sozusagen. Aber hier sind jetzt nicht so dramatische Sachen dabei. Jetzt soll mal wieder ein bisschen stabiler werden, der Client, sodass es weniger häufig abstürzt. Ja, und dann geht es schon weiter. Die Optimierung der Engine, dass Effekte nicht mehr alle vorher geladen werden, egal ob sie für diese Map gebraucht werden oder nicht, sondern nur noch abhängig davon, ob sie gebraucht werden oder nicht. Das sorgt für eine bessere GPU-Leistung und für weniger Auslastung des Videospeichers und sorgt für ein schnelleres Laden des Spiels. So, dann gibt es eine neue Unterstützung für World of Warships Community-Kontributoren. Es gibt halt jetzt eine Möglichkeit, unter anderem Container zu bekommen. Und diese dann auch an Zuschauer weiterzuvergeben. Also eine ganze Geschichten. Es gibt einen Aufnäher, es gibt Abzeichen, es gibt Lackierungen, also eine Sachen. Wie das genau aussieht, wissen wir jetzt auch noch nicht genau. Es wird aber, ihr erfahrt in einem eigenen Artikel bald mehr über diese Gegenstände und wie ihr sie bekommen könnt. Das heißt, die lassen sich dann noch was einfallen. Da kann ich gerne noch mal darauf verweisen, auf den Wir sinken Blog von Hurz. Der hat da auch ganz kurz was dazu geschrieben. Er kann natürlich auch nicht sehr viel Einblick geben, weil viele Sachen darüber darf er eigentlich noch gar nicht reden, sage ich jetzt mal. Er hat es gesehen, was geplant ist, aber ja, hat jetzt ein bisschen, kann jetzt ein bisschen Vorarbeit leisten und das dann pünktlich zu der Veröffentlichung sozusagen dann auch veröffentlichen. Aber es ist trotzdem ein sehr, sehr interessanter Artikel, da gehen wir aber gleich nochmal drauf ein. So, dann gibt es eine Veränderung der Inhalte. Ihr habt es ganz doll requestet und das hat sicherlich auch dazu geführt, dass sie sich das überlegt haben. Die ARP-Schiffe können verkauft werden. Und hier seht ihr auch, was da dafür bekommt. T5-Schiffe bringen 1,125 Millionen Creditpunkte, T7-Schiffe 2,625 und die ARP Takao 3,375. Die Takao würde ich nicht verkaufen. Ich würde wahrscheinlich eins, also ich würde ein T7-Schiff behalten, ein T8-Schiff und ein T5-Schiff. Alles andere würde ich wahrscheinlich verkaufen. Werde mich damit mittelfristig mal auseinandersetzen. Der nächste positive Effekt, der auch neu ist, der noch nicht erwähnt wurde in dem Vorbereiten auf den Patch, ist, dass Signalflaggen in Zukunft einzeln zu kaufen sind, in-game, für Dublonen. Das bedeutet, ihr habt keine Flaggen mehr, ihr braucht nicht in den Store gehen und euch komplette Pakete für 20, 23, 30, 40 Euro kaufen, sondern ihr könnt hier sagen, ich gebe 16 Dublonen aus, meinetwegen. Oder da wird es sicherlich auch mal Angebote für geben. Vermute ich jetzt einfach mal, dass die Flaggen da ein bisschen günstiger werden. Und ihr könnt die möglicherweise. Im Moment könnt ihr die schon vorkaufen. Ich glaube, die könnt ihr immer nur zum Gefecht kaufen. Können automatisch mit Dublonen nachgekauft werden. Sollte die Option automatisch nach Auffüllen bereits eingeschaltet sein, bleibt sie auch nach dem aktiv. Allerdings wird die Option Nachkaufen mit Spielwährung nicht eingeschaltet. Das heißt, ihr könnt nicht auf Halde kaufen. Ihr könnt nicht 50 Stück vorkaufen, sondern ihr könnt immer nur dann kaufen, wenn der Bedarf gerade existiert. So, dann der nächste Punkt ist der Weltraumhafen. Der Weltraumhafen wird in World of Warships verfügbar bleiben, auch über die Weltraumgefechte hinaus. Es gab wohl eine Menge Requests von euch allen in Summe sozusagen. Und ja, World of Warships hat sich dazu entschieden, den Weltraumhafen im Spiel zu belassen. Ja, ich werde ihn wahrscheinlich nicht so häufig benutzen. Auch meine Schiffsvorstellung wird weiterhin im Trockendock stattfinden. Weltraumtarnungen sind ab dem Patch 074, wenn er dann da ist, nicht mehr für Dublonen im Spielclan kaufbar, sondern nur noch für Echtgeld. Ich glaube, das waren 29 oder 28 Euro, die sie im Premium Store dafür haben wollten. Ist mir persönlich zu teuer. Nichtsdestotrotz ist die Option da und das ist auch gut so. So, neue Schiffe für Tests durch Entwickler und Supertester: Helena, Seattle, Worcester, Stalingrad, Cossacks und Boys. Ja, also ihr merkt schon, da sind viele amerikanische Kreuzer mit dabei, die jetzt in den großen Live-Supertest, wie auch immer, also ihr übergehen. Ihr könnt also demnächst diese Schiffe durchaus mal in einer eurer Gefechte auf den Karten antreffen. Dann gibt es eine Auftragskette, und zwar vom 4. bis 14. Mai könnt ihr einen russischen Kapitän verdienen, nach. Wenn ich mich recht entsinne, das ist hier genau dieser Viktor Samnetsky und er hat 10 unverteilte Fertigkeitspunkte und besondere Fähigkeiten sind hier die präventiven Maßnahmen mit minus 45% statt 30, Elite-Schütze, die übliche Gradzahlerhöhung, die dann die Schütze schneller drehen und die erhöhte Alarmbereitschaft.
wo ihr nicht mehr 10% auf die Abklingzeit des Verbrauchsmaterialschadens bei Grenzungsteam bekommt, sondern 20%. Dann ist der nächste Punkt, dass der Hafen Kronstadt natürlich hinzugefügt wird. Als zweiter Hafen sozusagen, ihr habt dann Weltraum, den Weltraumhafen, ihr habt den Kronstadthafen in Zukunft verfügbar. Also Optionen noch und nöcher. Das wird ja hier auch zum Beispiel zum, das ist ein Inhalt zum Ende des Zweiten Weltkriegs, wird hier oben extra gesagt. Der Hafen Kronstadt wird eingeführt. Ja, außerdem wird ein besonderer sowjetischer Kapitän hinzugefügt. Das hatten wir eben schon besprochen. Ja, Ende der Klangefechtssaison bedeutet auch, dass ihr einen 100%igen Rabatt bekommt auf die Zurücksetzen der Kapitänsfähigkeiten. Vom 26. April 7 Uhr bis 4. Mai 7 Uhr könnt ihr kostenlos eure Kapitäne umskillen, solange ihr an einem Klangefecht teilgenommen habt. Und das egal mit welchem Schiff. Ja, ihr könnt alle Kapitäne, nach meinem Kenntnisstand, beim letzten Mal war es zumindest so, alle Kapitäne aller Schiffe, auch T5-Schiffe, resetten und dann bei euch neu skillen. Die Auszeichnungen werden natürlich vergeben, je nachdem, was man halt bei diesen letzten Klangefechten erreicht hat. Wir als Seacrowds waren nicht ganz so erfolgreich, wir haben aber auch nicht so aktiv gespielt wie beim letzten Mal. Wir hatten Aufstiegsgefechte und haben da einfach nicht weitergespielt, weil wir einfach keine Zeit mehr hatten, muss man jetzt immer so sagen. Ja, und wären dann von der Böe-Liga in die Sturmliga aufgestiegen. Das wäre sicherlich ohne Probleme groß möglich gewesen, aber es fehlte einfach simpel und einfach die Zeit. Ja, und das ist der Patch 074. Ich denke, sind noch mal ein paar Sachen dazugekommen, die wir beim letzten Mal, also auf dem Testserver, noch nicht zeigen konnten, weil sie noch nicht bekannt waren. Aber ja, jetzt haben wir es einmal umrissen. Wenn ihr Fragen zu dem Patch habt, gerne unten in die Kommentare schreiben und wir nehmen dann dazu Stellung, beziehungsweise beantworten euch die Frage so gut wir können. Und ja, kommen wir schon zum nächsten Thema. Das ist jetzt schon ein paar Tage her. Da gab es dann diese Ankündigung, dass World of Warships in Zukunft mit Azure Lane zusammenarbeiten wird. Das ist ja ein Handyspiel für iOS und Android. Und jetzt wurde halt hier bekannt gegeben, dass jetzt auch ein Teil der Sachen in diesem World of Warships Spiel sozusagen verfügbar sein wird. Wenn ich das so richtig lese, kommen neue Kommandanten hinzu, die dann unterschiedlich heißen. Und die könnt ihr dann, ja, entweder, ja, ihr müsst sie wahrscheinlich irgendwie erspielen können. Das steht jetzt hier auch nicht so ganz genau, was denn da passiert. Sie stellen jetzt hier nur noch schon mal die besonderen Partnerinhalte vor. Wie sie dann ins Spiel kommen und wie ihr sie bekommt, steht jetzt hier noch nicht. Es wird eine Andenkenflagge geben, es wird eine einzigartige Tarnung geben und es wird ja, ein Teil der Schiffe, die wir jetzt in World of Warships haben, dann auch in dem Spiel Azure Lane oder Azure Lane, wie auch immer man das ausspricht, dann übertragen werden in dieses Spiel, sodass man quasi dann die San Luis Monarch, Neptune Rhone, Ibuki und Izumo in dem Spiel auf dem Handy nutzen kann. Ja, wie gesagt, hier wird auch nochmal erklärt, genau was Azure Lane ist. Wenn ihr da Interesse habt, lestet euch einfach durch. Link steht unten in der Beschreibung mit dabei. Könnt ihr genau gucken oder geht einfach selber auf worldofwarships.eu. So, und dann gehen wir zum nächsten Punkt und das ist einmal der Blog von Hurz. Der hat wieder einen Artikel geschrieben zu seinem Besuch in Russland. Ihr wisst, war Anfang April das Meeting in St. Petersburg und das ist ein sehr langer Artikel, wo er wirklich ausführlich über die ganzen über das Reisechaos berichtet, über die verschiedenen Aktionen, die da bei Wargaming gemacht wurden. Ich fand es sehr interessant, den Artikel zu lesen. War beeindruckend geschrieben, wieder sehr, sehr cool rübergebracht, wie er das in seinem Artikel halt immer wieder macht. Wenn ihr noch kein Fan seid, kann ich es euch nur ans Herz legen. Lest auch mal die anderen Artikel, die hier in der Vergangenheit schon von ihm verfasst wurden. Macht immer wieder Spaß, da drinnen mal ein bisschen nachzulesen. Vor allen Dingen, weil man dann zu dem Zeitpunkt immer noch so ein bisschen dieses Gesicht bekommt sozusagen oder das Feeling bekommt, wie denn zu dem vor einem halben Jahr, vor einem Jahr über World of Warships gedacht wurde und wie es heute ist. Das finde ich immer wieder lustig, wenn man dann so überlegt, diese Graf Zeppelin-Geschichte zum Beispiel, die ist jetzt auch schon über ein halbes Jahr her und wo stehen wir jetzt? Ist die Graf Zeppelin neu entwickelt und die Leute, die das Schiff behalten haben, können es exklusiv fahren. All so eine Sachen, das sind so Sachen, da hat man vorher gar nicht drüber nachgedacht und jetzt hat sich das World of Warships in diese Richtung entwickelt. Aber ich schweife ab. Wie gesagt, lestet euch gerne durch.
Ich finde es wieder sehr, sehr gelungen beschrieben, wie die Aktionen da waren und wie das alles so stattgefunden hat in den 2 Tagen, die er da in St. Petersburg unterwegs war. So, und dann kommen wir schon zum nächsten Punkt und das ist hier der Supertest. Wenn ihr den Supertest selber lest bei Facebook, wird es da regelmäßig in Englisch veröffentlicht. Wir machen uns die kleine Arbeit, aber sehr gerne, und übersetzen den Supertest ins Deutsche bei uns auf der Facebook-Seite hier, Seacrowds eingeben. Dann bekommt ihr immer die Informationen rund um World of Warships in Deutsche übersetzt. Und hier geht es jetzt zum Beispiel darum, dass Nebelwände demnächst unabhängig von der vom Darstellungsradius des eigenen Schiffes sozusagen dargestellt werden. Das heißt, ihr seht auch am anderen Map-Ende unter Umständen den Nebel von einem Zerstörer, der da gelegt wurde. Ich weiß, bin mal gespannt, ob das bei vielleicht schwächeren Rechnern ein größeres Problem verursachen könnte. Könnt ihr auch gerne dazu unter dieses Video eure Kommentare schreiben, ob das bei euch irgendeinen Effekt verursacht hat. Ich persönlich finde es auf jeden Fall sehr gut, dass der Nebel jetzt angezeigt wird, weil es auch immer noch ein bisschen da, ich sag mal, ein Spielgefühl dafür gibt und auch atmosphärisch natürlich ein bisschen dazu beitragen kann, dass das Spiel noch ein bisschen schöner aussieht, sage ich es einfach mal, oder ein bisschen mehr Kampfatmosphäre herrscht. Ja, und dann kommen wir noch zur Duca degli Abruzzi. Dank euch, ihr seht es unten rechts eingeblendet, haben wir das Geld zusammenbekommen, um die Abruzzi zu organisieren. Und wir werden sie euch, wie versprochen, vorstellen. Wir als Seacrowds und ich persönlich möchte mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für eure Unterstützung, dass ihr es möglich macht. Gerade auch, weil wir keine Kontributoren sind, sind wir auf eure Unterstützung in der Beziehung angewiesen, dass wir hier auch immer wieder die Premium-Schiffe für euch vorstellen können und sie in gewohnter Art und Weise auseinandernehmen, so wie ihr das schon von anderen Schiffen von uns gewohnt seid. Und ja, es zeigt uns auch, dass wir irgendwo was richtig machen mit den Vorstellungen. Ich glaube, es gibt nicht sehr viele YouTuber, die Schiffe so in der Art vorstellen, wie wir das tun, und vor allen Dingen halt auch nicht in Deutsch. Ja, von daher freue ich mich darauf, schon dieses Schiff demnächst hier im Hafen zu haben. Meine persönliche Vermutung, ich habe da keine Vorinformation, sondern es ist nur eine Vermutung, wenn so ein Artikel kommt und der kam am 23.04., dann ist es nicht mehr weit hin. Ich vermute, dass wahrscheinlich am 27.04., wenn ich mich recht entsinne, ist es der Freitag, ja, wahrscheinlich am 27.04. Im Store sein wird. Wenn ihr nichts verpassen wollt und nicht selber nachgucken wollt, ob er da ist, guckt einfach auf die Seacrowds-Seite hier bei Facebook. Wir werden definitiv, sobald der Schiff im Store verfügbar ist, euch darüber berichten, dass das Schiff da ist. Und dann könnt ihr zuschlagen, wenn ihr denn möchtet. Oder ihr wartet einfach ab, bis wir euch das Schiff vorstellen und ihr euch dann selber ein Bild davon machen könnt. Ja, wie gesagt, ist die größere Schwester von der Duca d'Aosta. Wem die Aosta Spaß gemacht hat, wird mit der Abruzzi wahrscheinlich nichts falsch machen. Als eine kleine Besonderheit ist es so, dass hier eine Reparaturmannschaft dabei ist und ein paar mehr Mumpeln in der Luft, nämlich 10 Stück. 12 Kilometer Torps, kann man jetzt schon erwähnen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie dann jetzt ins Spiel kommt und wie sie dann, wie sich spielen wird. Ist ein leichter Kreuzer, das heißt, sie wird auch nicht jetzt plötzlich super viel aushalten für einen Kreuzer. Das ist wahrscheinlich eine Richtung, in die die italienischen Kreuzer sich entwickeln werden. Ja, hier kann man noch ein bisschen was zur Geschichte sehen. Hier gibt es nochmal eine Ingame-Grafik, so eine Modellgrafik. Und hier gibt es auch ein paar Tipps zur Spielweise und noch ein paar Bilder dazu. Also von daher, wie gesagt, ich liebe italienische Schiffe, ihr wisst das. Und von daher könnt ihr euch darauf gefasst machen auf unser Vorstellungsvideo hier bei Seacrowds. So, jetzt hoffe ich, dass wieder die eine oder andere Information für euch dabei war, die ihr vielleicht vorher noch nicht hattet. Wenn dem so ist, würde ich mich weiterhin sehr, sehr doll über eure Unterstützung freuen. Mit einem Abonnement, einen Daumen nach oben, einen Kommentar, eine Weiterempfehlung bei euren Freunden würde uns sehr, sehr helfen. Wenn ihr uns darüber hinaus unterstützen wollt, findet ihr unten in den Beschreibungen weitere Links, wo ihr uns unterstützen könnt, vielleicht auch für weitere Projekte, die wir dann hier in den Stream stecken werden. Und ja, vielleicht auch für das ein oder andere Gewinnspiel, was wir in Zukunft hier mit euch machen wollen. Ja, und dann sage ich einfach, habt einen schönen Resttag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video
hier auf dem Seekreuz-Kanal. Euer Maracha, euer Seekreuz-Team. Haut rein. Ciao, ciao.